Schon besser, das zweite Powerplay von Deutschland und das Tor! Und wieder ist es blank. 3:2 für Deutschland. Zielstrebiger dieses Powerplay als das erste. Deutlich zielstrebiger. Und blank mit dem ersten Führungstreffer für Deutschland in diesem Spiel. Jetzt sind der Anlauf, jetzt geht er hoch. Da ist der Wechsel da, da ist die Bewegung da. Und die Österreicher dann auch ein bisschen zu passiv. Maximilian Preiml geht zurück. Ja, und eigentlich 1:1 das, was Sander Peters von der anderen Seite gemacht hat. Die U20 WM live, nur bei Magenta Sport.